Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael, das ist eine weitere Folge Conexiles Age of War Kapitel 1. Public Test. Nee, Quatsch. Doch. Wie nennt es sich? Public Beta Client. So heißt es. Public Beta Client. Also alles, was ich hier zeige, kann und wird sich eventuell noch ändern. Vor allem, wenn es um Bugs geht, hoffen wir, dass es sich natürlich noch ändert. Ja, wir sind wieder soweit. Ihr seht, ich habe hier Alina schon in Begleitermodus, die hat einen Stärketrank und einen Buff Meat. Ich habe getreuen Schaden 2x plus 12%. Das heißt, wir gehen heute nochmal, also das letzte Mal war ja entspanntes Bosse kloppen und ich möchte diesmal schauen, wie das aussieht, wenn es, sag ich mal, ein bisschen härtere Gesellen sind. Vor allen Dingen hier in Unnamed City. Das heißt, was ich immer machen werde, wir werden zusammen die Bosse legen, aber dazwischen blende ich euch kurz aus, da müsst ihr nicht dabei sein, wenn ich da durch die Pampa hoppe. Das heißt, ich habe auch die Tageszeit eingefroren, also es bleibt hell, so dass ihr auch ein bisschen was seht. Und ich würde sagen, mein Klassiker ist immer Schnellreise zum Obelisken. Und vom Obelisken nachher machen wir unsere Runde. Ich nehme Bertel mit. Das ist eh im Follower-Modus. Nehmen wir schnellere Pferdel mit. Ich guck mal, das stellen wir mal hier auf Follow Distance 30 Meter. Und dann würde ich sagen, beamen wir uns in die Unnamed City und ich hole euch beim ersten Boss dazu. Bis gleich. So, wir wären beim ersten Boss. Ich werde hier Kollegin draufhetzen, mich zuerst um die zwei Ads hier an der Seite kümmern. Und dann mit ins Geschehen einsteigen. Stamina. Mal gucken, ob man jetzt, wenn der Debuff drauf ist. Ups. Okay. Gucken wir mal kurz. Ja, die hat es voll ausgleichen können. Also da würde ich jetzt mal sagen. Nee, ich habe das Pferd zu Hause gelassen, weil es eigentlich Blödsinn ist. Und ich brauche das Zeug eigentlich auch gar nicht. Das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. So, das heißt, der nächste Boss ist hier drüben dann der... wo ist er denn? Muss ich mich gerade orientieren? Ich gucke in die Richtung. Hier irgendwo ist doch der Skelett-Hein. Da hole ich euch wieder dazu. So, da hinten lungert der nächste rum. Bin auch mal gespannt. Ich spiele ja sonst immer mit drei Begleitern. Wenn ich spiele, das heißt, ich habe, wie jetzt hier, Dalincia dabei und einen Träger und eine Hupfdol. Das heißt, hier in der Unnamed City habe ich eigentlich nie das Problem mit der Verderbnis. Auch noch mal. Okay, der war auch kein Problem. Gehärtete Stahlpfeile. Könnte ich mal mitnehmen. Vielleicht brauche ich sie. Ja, ach, es ist echt schlimm. Es ist wirklich schlimm. So, der nächste Boss ist der Heinz. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da oben. Der auf dieser Ruine oberhalb The Watcher Above, oder wie der heißt. Den holen wir uns gleich und ihr seid dabei, wenn ich bei ihm bin.
So, wir sind oben. Ich habe noch hier kurz die zwei weggemacht. Ich werde einfach das fehlende Leben hier mit ein bisschen Essen hochmopsen. So, dann hole ich den mal hier weg. Ich will den nicht an der Kante haben, genau. Da ist es mir nämlich. So, Talencia, oder Alina heißt er. Du kannst übernehmen. Eins, zwei, drei, vier. So, und dann gehen wir auf die Axt. Eins, zwei, drei, vier und weg. Eins, zwei, drei. Also ich muss sagen, gefühlt gehen die deutlich schneller. Also selbst wenn ich. Nee, also. Die sind auf jeden Fall schneller. So, jetzt kommt dann der Härtetest. Da unten die dicke Bertha. Also, ich muss mal gucken, wo wir hier schön runter können. Ah, ich glaube, hier kann ich. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Und. Hier muss man mal aufpassen, dass man nicht, wenn man schon rüber geht an den Sockel, dass man da nicht dagegen knallt. Oder halt da, genau, versteck dich. Also. So. Kollegin, du bist soweit. Ich bin echt gespannt, aber haben wir da noch Gift drauf? Weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall mit allen Tricks arbeiten. So, angreifen. Angreifen. Doch, die hat Gift drauf. So, jetzt so, gucken wir noch, ob das war. Kannst du mal vielleicht den Akku wieder übernehmen? Danke. Ah, ich glaube, die St Steckt im Untergrund. Das heißt, die kann nicht zuschlagen. Ja, jetzt muss ich die ein bisschen weg. Damit sie die Kollegin eventuell wieder rausholt. Ja, das ist. Das ist mir schon aufgefallen, selbst gegen das normale Krokodil. Okay, und down. Also, viel einfacher. Ganz kurz hier was trinken. Hab ich irgendwas zu trinken dabei überhaupt? Ja. Und dann essen wir noch ein bisschen was. So. Also, ich muss sagen, wow. Das ging super easy. Also, da bin ich positiv überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, das mit dem, dass sie in den Untergrund ge gedrückt werden, die Begleiter, das hatten wir in der Vergangenheit ja eigentlich schon fast Standard. Dann war es irgendwann gefixt und ich habe den Eindruck, dass es jetzt hier in der Beta, aber es könnte mich auch täuschen, öfters wieder vorkommt wie im normalen Gameplay. Da kam sie auch noch ab und an mal vor. Aber muss man ein Auge drauf haben. Dann würde ich sagen, hole ich euch dazu. Und zwar kommt jetzt hier der nächste, der läuft ja hier spazieren. Und sobald ich den gefunden habe, den muss man ja suchen. Der läuft ja da spazieren. Dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Der müsste hier gleich.
Ah, da vorne spaziert er. Das ist aber doof, weil wir müssen jetzt wirklich die ganze Blase hinter uns herziehen. Findest du mal bitte... Okay, und dann gucken wir das mal. Kommt er zurück? Nee, also dann holen wir uns. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Hier ist alles verballert, also dann müssen wir so ran. Ich hoffe es, ja. Bin mal gespannt, der ist an sich recht zäh. Der ist nicht schwierig, aber zäh in der Vergangenheit gewesen. Aber ich sehe schon, der geht runter wie Butter. Wow. Also das ist auch extremer Unterschied. Das war, ja, das war, der war nicht schwierig, aber der war halt zäh. Mäh. Oh, und der hat noch was Nettes fallen. Ich kann es nicht liegen lassen. Erlesene Seiten nimmt nämlich auf jeden Fall mit. So ein Blödsinn, so ein absoluter Blödsinn. So, jetzt geht's ein bisschen. Jetzt ist in meiner Rundreise ist jetzt eigentlich, kann man hier die Drachen machen, wobei die ja boss-technisch jetzt nicht so der Riesenbringer sind. Wir haben ja die Rote Mutter schon gelegt als Drache. Dann hole ich euch dazu, wenn wir das Avarium besuchen. Hier ist ja die Fledermaus. Und da seid ihr wieder mit dabei. Bis gleich. So, wir sind da unten, seht ihr schon, wir sind bei diesem Avarium. Da ist ja Verderbnis. Und ohne Schild könnte der ein bisschen blöd werden. Aber mal gucken, wie gesagt, ich bin mal gespannt. Also wenn ich jetzt mir gerade eben... Das ist ja echt... Darf ich das sagen? Das ist fast zu leicht, oder? Ich arbeite hier ohne Mods. Ihr Kollegin hat einen Buff-Meat und einen Drank und ich arbeite hier mit getreuen Schaden plus 24%. Damit ihr mal hier seht, meine Attributsverteilung. Autorität, Stehvermögen, damit ich einfach hier Stärke, damit ich den Kompomeister bekommen und Beweglichkeit ist, wenn ich von hinten angreife, 15% höheren Schaden habe. Wow. Das ist heftig. Das ging... Die fallen echt super schnell. Okay. Dann haben wir noch einen Boss, den ich hier testen möchte. Das ist der hier eigentlich. Und dann würde ich sagen... Ja, wow. Ich bin überrascht, bin echt positiv überrascht. Aber was heißt positiv? Ich einfach mal überrascht, Punkt. Also, das heißt, ich hol euch dazu, wenn wir beim Boss sind. So, da wären wir. Hier ist es nervigste, sind eher die Ads hier. Und das heißt, ich werde jetzt Dalincia erstmal, oder Alina, erstmal auf die Ads hier hetzen. In der Hoffnung, dass sie initial erstmal den Akku von der ganzen Blase übernimmt. Und ich mische mich da sozusagen erst ein, wenn der Akku aufgebaut ist. Oh.
Pech. Ja, das ist genau das Problem an der Sache. Oh. Ich geh mal hier, was geht vielleicht. Klingt blöd, auch ein bisschen besser, weil ich da auch dies. Da kenne ich mich einfach auch von schon mittlerweile vom Stamina sozusagen Haushalt besser aus. Und wenn es 2-3 Gegner sind, weiß ich, dass ich da eigentlich ganz gut Schaden mache. Okay. So, und jetzt haben wir. Ja, ihr seht hier. Jetzt hat sie ein bisschen und jetzt isst sie was. Drei. Vier. Na, raus. Eins. Und dann. Wow. Also, sagen wir mal so. Ach, Stahlköll brauchen wir nicht, aber das können wir mitnehmen. Nein, das ist Bullshit, natürlich ist es Blödsinn. Yo, was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit aus der Folge? Ich muss sagen, ich bin. Also, andersrum. Es geht flotter. Also, ich bin ganz normal mit einem Gefährten unterwegs, hab nicht auf Schaden geskillt, lass meinen Gefährten den Schaden machen. Der hat eine gute Waffe, ich habe gute Waffen, aber das habe ich ja im Vergleich zu meinem, sag ich mal, Level 60 bzw. Level 180 Gameplay. Wenn ich mit Mods spiele auch, da habe ich auch für mich die besten Waffen, meine Gefährten haben die besten Waffen. Und also ich muss sagen, das ging, da sind wir jetzt durchgegangen wie Butter. Und ich bin etwas überrascht, das ging wirklich locker flockig von der Hand. Ja, und selbst hier, wie gesagt, durch den Nerf bei der Begleiter muss man jetzt ein bisschen mit Buffmeat und auch mit guten Heilungsessen und so weiter arbeiten. Ich habe ihr hier wieder exotisches Festmahl reingepackt. Die hat es bei allen Bossen zusammen gerade mal 20 von dem exotischen Festmahl verbraucht, um sich zu heilen. Also, das ist wirklich nicht der Rede wert. Und ich denke, dass wir wahrscheinlich alle bis auf die, sagt's, den Arena-Champion, würde ich mal sagen, bei allen anderen Bossen sollten wir da auch keine Angst haben. Ich muss mal schauen. Ich habe ja gesagt, ich will vielleicht noch in den Weinkeller rein. Da muss ich mal gucken, wie wir es machen, dass ich da euch entweder auch bloß zu den Bossen dazu hole oder wir gehen gemeinsam da mal durch. Ich war schon lange nicht mehr ohne Mods drinne. Von daher wäre es auf jeden Fall eine Erfahrung. Also, mein Fazit ist, habt keine Angst vor den Schadensreduzierungen. Nee, andersrum, vor dem Schadensbuff, den die Bosse haben. Habt keine Angst vor den Hitpoints-Reduzierungen, die die Gefährten haben, wenn ihr die High-End-Gefährten habt. Also, da muss man schon sagen, das ist ein Riesenunterschied. Wenn wir ich sag mal salopp, die Noob-River-Gefährten könnt ihr eigentlich jetzt in die Tonne kloppen. Eventuell, wenn ihr auf Level 20 seid und sagt, ich investiere alle 20 Punkte in Autorität und gebe denen die plus 20 Perks, dann könnte das nochmal anders aussehen. Aber hier mit den High-End-Begleitern, sei es jetzt ein Berserker, Relic Hunter oder eben jetzt den Dalinsia Snow Hunter, mit den entsprechenden Buff-Meat für den Begleiter, mit dem entsprechenden Buff-Meat für einen selber. In diesem Szenario, so wie ich spiele, muss ich sagen, Age of War, komm, ich bin vorbereitet. Ich habe da absolut keine Bedenken, mich da durchzumetzeln. Bisher, wie gesagt, stehen eigentlich jetzt noch die Bosse aus im Weinkeller beziehungsweise im Warmaker Dungeon. Da muss ich mal schauen, ob ich mir die Bosse einfach mal in einer Arena aufbaue und die Bosse spawnen. Da sehen wir ja dann auch, wie sie funktionieren. Man muss sich ja vielleicht da nicht durchmetzeln. Wobei im Weinkeller die Zwischenbosse teilweise ja jetzt schon im Live richtig fett Schaden machen. Da wäre es natürlich interessant, wie schlimm die dann sind. Okay, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier von euch hier in der namenlosen Stadt. Ich hoffe,
Ich hoffe, dieser durchaus auch wieder entspannte Ausflug hat euch gefallen, hat euch ein bisschen auch vielleicht die Bedenken genommen, was da auf euch zukommt. Und ja, wenn ihr jetzt schon einen Charakter habt, der Level 60 ist in dem Gameplay und ihr habt gute Gefährten, lehnt euch zurück und genießt die Änderungen, die kommen werden. Ihr seht, ich bin da ganz gut durchgekommen jetzt. Und ich denke, dass da auch jeder sein Gameplay finden kann. Wenn es euch gefallen hat, seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Channel, aktiviert die Bimmel, kriegt ihr mit, wenn ich was hochlade. Wenn ihr schon abonniert habt, vielen Dank an der Stelle. Momentan ist es wieder ganz heftig, also es kommt jeden Tag mindestens einer dazu. Ich bin total begeistert. Also wirklich ganz ehrlich, herzlichen Dank an der Stelle, ja. Und ansonsten schaut einfach in der nächsten Folge wieder vorbei. Hier in Conan Exiles, Age of War Kapitel 1, Public Beta Client. Ganz wichtig, Public Beta Client. 22. Juni wird es veröffentlicht. Oder schaut gern auch mal in meinen anderen Serien vorbei. Mods kurz vorgestellt, Tipps, Tricks und Tutorials. Oder meine zwei Gameplays, die ich momentan habe. Könnt ihr gern mal reinschnuppern. Das eine ist hier im Land der Verbannten. Age of Sorcery Kapitel 3, Gameplay mit Mods. Und natürlich auch auf der Insel Isle of Zypta, Age of Sorcery Kapitel 3, Gameplay mit Mods. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen. Passt auf euch auf. Und immer schön gesund bleiben. Bye bye.